Ich zeige dir in diesem Video, wie ich mit eToro Aktien verkaufen kann, sprich Aktien shorten mit einem CFD, einem Zertifikat auf die Aktie. Zeige ich dir jetzt kurz rechts unten auf Entdecken, dann einfach die gesuchte Aktie eingeben, in dem Fall Twitter und auf Traden. Und rechts oben ist Kaufen schwarz hinterlegt, da gehe ich auf Verkauf und gebe dann einfach den Betrag ein, den ich riskieren will und kann dann einen Stop-Loss noch setzen und außerdem eine Schwelle bei Take-Profit. Dann habe ich noch die Möglichkeit, hier einen Hebel auszuwählen. Ganz unten siehst du dann noch die Gebühren, die anfallen. Das sind täglich 1 Cent bei 100 Euro. Das ist jetzt nicht die Welt. Wenn man einen Zweierhebel wählt, dann sind es 2 Cent beim Fünferhebel. 4 Cent pro Tag auf 100 Euro, das ist wirklich sehr günstig, um eine Aktie zu verkaufen bzw. zu shorten. Wenn man das sonst macht mit zum Beispiel Optionsscheinen oder Knockout-Zertifikaten, deswegen ist das schon eine wirklich gute Alternative. Ob das Ganze seriös ist, das wird auch immer wieder gefragt. Deswegen teste ich das jetzt einen Monat lang und muss aber schon mal positiv vermerken, dass das Aktien-Shorten, aber auch das Handeln mit Hebel auf normale steigende Kurse bei eToro sehr viel günstiger ist, als wenn man das mit Knockout-Zertifikaten macht, und das habe ich im letzten Jahr sehr häufig getan und da Gebühren in Höhe von ein paar tausend Euro dafür bezahlen müssen. Selbst beim günstigsten Anbieter, ob das jetzt Trade Republic ist oder Scalable Capital, fallen da eben extrem hohe Gebühren an von circa 0,5% pro Trade. Wenn man dann 1000 Euro investiert, sind das einfach 50 Euro Gebühren ungefähr. Kann schon mal passieren. Da sind diese 4 Cent pro Tag wirklich nicht der Rede wert.